Yo Leute, was geht? Wir sind Undead LPs und wir haben schon lange kein Video gemacht und jetzt sind wir back in business und machen die Serie, die wir damals angefangen haben, also MW2, alle Maps nacheinander spielen, machen Genau, wir eins wieder ist weiter. eins. Und Machen wir ja, weiter. starten. Was? Starte mal. Okay. Oh mein Gott. Ja, wir spielen mit normalen Waffen. Und wir haben jetzt auch alle Auf ganz, High-Rise. ja, wir haben auch ganz andere PCs und sowas. Ich habe zum Beispiel ein Bis. neues Mikrofon. Ja, und wir spielen bis 1000 Punkte. Klassisch. Ja, eigentlich klassisch ist ja bis 1500 sogar. Ja, bis 1000 Punkte. Meine ich ja. Oh, diese Hasswaffe von mir. Ich hasse Welche diese Gun Waffe. hast du gespielt? Du hast. Nicht die OP-ACR. Das ist die einzige normale Klasse, die ich habe mit ACR. Gut zu wissen. Also halt mit Sniper. Ja, wir wollten ja drüber reden, weil wir haben jetzt fast oder über ein Jahr, ich habe keine Ahnung wie lange, kein Video mehr gemacht. Wir wollten jetzt halt mal drüber reden, was in dem Jahr so alles passiert ist. Jo. Also ich habe einen Abschluss gemacht und habe jetzt eine Ausbildung gerade eben angefangen. Und ja. Das war's eigentlich schon. Was hast du so alles gespielt oder halt so Ja, gemacht ich in habe dem Jahr? auf der PS3 habe ich halt MW2 gespielt und Black Ops 2, also hauptsächlich Sniper und Trickshotten und so Feeden. Ja, da hat es immer eine Ja. Zeit gegeben, da waren wir die Feed-Booster. Da haben wir irgendwie jeden Tag so voll die geilen Feeds gerettet. Und dann haben wir kurz danach irgendwie aufgehört mit Snipen. Ja, genau. Jetzt wollten wir halt das Projekt auf YouTube wieder mal anfangen. Ja, aber bei Weil wir uns. ja auch jetzt wieder Zeit haben, weil es war auch ein bisschen stressig mit dem Abschluss und normalerweise war es auch stressig in der Schule, oder? Ja, sehr. Und ja. Also, bei mir war es halt so, ich habe halt. Ihr habt ja gesehen, da sind am Ende nur noch so MW2-Videos gekommen und dann SFG-Clan-Videos, die jetzt wahrscheinlich gar nicht mehr drauf sind, aber. Ja, vielleicht hat der eine oder andere von euch gesehen, was ich mir nicht glaube, aber vielleicht. Also Und ich hoffe es nicht. ja, da haben wir halt so angefangen mit Snipen und das hat uns irgendwie voll viel Fun gemacht. Und dann habe ich mir eine PlayStation geholt. Nicht PlayStation, PlayStation habe ich ja schon lange. Da habe ich mir MP2 für die PlayStation geholt. Und habe dann angefangen mit Trickshotten und Feeden und so. Das war auch voll geil. Und ja, dann irgendwann nach so, ja, einem Jahr täglichen Trickshotten habe ich dann irgendwann überhaupt keinen Bock mehr gehabt. Und dann habe ich halt beschlossen aufzuhören und halt wieder normale Spiele zu spielen. Unter anderem halt jetzt auch MW2 normal spiele ich Oder, irgendwas. also ich habe dann League of Legends gespielt und halt Left 4 Dead, Dota 2 habe ich jetzt auch gerade erst hier, habe ich auch gerade begonnen, weil das finde ich sogar ein wenig besser als League of Legends und ja, solche anderen Rennspieler wie Outdoor-Rennspieler, solche Sachen Ja. wie Paradise, Oder Gran Gran Turismo. Turismo, ja. Ja. Oh, mein Master, ey. Und ja, bei mir war es so, ich habe dann lange Zeit nicht mehr getrickshottet und so. Und jetzt habe ich wieder so angefangen, vielleicht so ein bisschen MW2 auf dem PC zu trickshotten, halt so mit Trickshot-Bot-Mod und sowas. Da können wir vielleicht ja auch mal so eine Folge machen, wo wir halt einen Trickshot-Bot-Mod trickshotten, bis irgendwie so ein Trickshot hat. Ich glaube noch nicht, dass es viele gemacht haben. Ist ja doch voll innovativ und neu. Wenn du dann Bock hättest, irgendwann. Jo, aber keine Ahnung, ich weiß nicht so, wie es ist mit, nicht, dass uns einer unserer Fans oder sagen wir mal einer, der uns zuguckt, dann irgendwie so reportet, keine Ahnung. Aber ich glaube, da kann sowieso nichts passieren. Ich bin da Hoffentlich. sowieso schon wach gebannt. VHC. Weil ich habe mir dann noch einen anderen Account gemacht. Damit ich MW2 wieder online spielen kann, weil ich
wurde gebannt, weil ich den Trickshot-Mod hergenommen habe. Das ist doch so eine Scheiße. So Leute, die irgendwie so einen Hardcore-Aimbot benutzen, wie irgendwie... Ja, es war sogar offline, also... Ja. Private Matches. Ja, ich habe... Man kann den dann... Also man kann den auch online handeln, aber dafür muss man halt dann... Auszahlen. Ja. Ja, dafür gibt's ja auch einen Mod, da kann ich auch ein paar Mod. Also, was heißt Mod? Ein Hack eher gesagt. So ein App, dass du halt automatisch immer Host bist. Das finde ich halt echt scheiße. Weil so Leute, die dann irgendwie so einen Hardcore-Import haben, werden nicht gekickt. Aber so Leute, die halt so private Trickshots machen und sich da so einen Bot hinstellen, die werden dann gekickt. Oder halt gebannt. Ja, was heißt eigentlich Trickshotten? Wir haben eigentlich bloß geübt und so. Das ist dann auch immer besser geworden. Und irgendwie manchmal habe ich echt das Gefühl, dass Trickshotten irgendwie so ein bisschen süchtig macht. Weil irgendwie manchmal denke ich halt einfach so, ja, heute muss ich halt einfach wieder Trickshotten, weil ich irgendwie Bock drauf habe. Also es macht mich süchtig, aber halt so, man wird schon gerne gemacht. Und dann irgendwann habe ich mir jetzt gedacht, so, don't give a fuck. Und habe dann halt mal wieder ein bisschen getrickshotten. Und ja, was wollten wir noch reden? So ein bisschen. Genau. Ich habe jetzt was überlegt, was wir jetzt als Thema hernehmen. Ich würde mal sagen, es ist überhaupt nicht mehr aktuell, aber man sollte es mal wieder aufgreifen, das Thema mal. Es wurde jetzt was gemacht, aber nicht viel. Halt, das Thema ist nukleare Energie, halt Atomkraftwerke und so. Was es da stark gemacht hat und wie sich das verändert hier in Deutschland und auch auf der Welt. Nach dem Fukushima-Unglück und nach den Tschernobyl hat sich da eigentlich ein wenig was getan, aber in Deutschland nur. Ich glaube in anderen Ländern ein bisschen was. Aber sonst ist eigentlich nicht groß viel passiert mit den Atomkraftwerken. Ja, sag du ja. Da mal was. Ich weiß nicht, ich finde es halt schon scheiße, weil wir wohnen halt so ein bisschen in der Nähe von einem Atomkraftwerk. Und bei mir war es halt auch früher immer so, früher hatte ich dann halt immer irgendwie so ein bisschen Angst, dass halt irgendwie sowas mit dem Atomkraftwerk passiert und dann ich irgendwie Krebs bekomme oder sowas. Also Krebs bekommst du dann nicht mehr, aber der in Distanz, da bist du auf einen Schlag tot. Ja, da bin ich dann tot. Davor hatte ich jetzt eigentlich immer Angst, aber irgendwie inzwischen denke ich mir schon so, ja, es ist halt auf der Welt schon so viel passiert. Es gibt Handys, es gibt wirklich alles, was halt so Strahlen macht da. Die Welt wird schon von der neuen Technik so zerstört, da kann man... Ja, wir sind jetzt in dieser Smartphone-Generation, ne? Ja. Also ich habe jetzt nichts gegen Smartphones, aber irgendwie... Manchmal denke ich mir schon, dass die Welt irgendwie geiler wäre, wenn halt... wieder so die Technik auf dem Stand vor 20 Jahren oder so wäre, wenn man sich mit Freunden noch draußen trifft und nicht irgendwie so... halt so mit dem Handy schreibt auf WhatsApp so, yo, was geht ab oder so. Oh Mann. Ich habe irgendwie Bock auf Last Nights. Ich mache jetzt einfach Last Nights. Oder ich versuche zumindest. Ich werde dich aber trotzdem killen, weil ich... Ja, Last Nights versuche ich mal, okay. Das kannst du haben. Ich kann auch gerne eine Camper-Kill machen. Oder ich campe. Jo, das war's jetzt, glaube ich. Ja, das war mal wieder der erste Part. Was könnten wir noch so für Spiele in nächster Zeit machen? Spielen. Ja, Minecraft, keine Ahnung, vielleicht. Hast du Lust auf Minecraft, ja, aber halt, kennst du Feed the Beast? Ja, keine Ahnung. Ja, dann könnten wir sowas machen. Ja, okay, dann ciao, Leute. Ja, ciao.